Okay, müsste eigentlich soweit funktionieren. Ich hoffe einfach mein Bestes. Die ist nämlich ziemlich krass eigentlich, muss ich schon sagen. Mit ihren Dingern da, mit ihren Items und Mons und so. Iron Head. Cool. Die Roll getroffen. Das macht vieles einfacher. Und es kommt Haunter. Du kannst mir erzählen, was du willst, da kommt jetzt ein Shadow Ball. So safe. Ja. So, wir sollten jetzt schneller sein. Deshalb crunchen wir. Sind wir auch. Passt. Damit ist der dort. Habe ich einen Sash übersehen? Nein, oder? Also wenn, dann wäre er hier gewesen. Aber auf dem Kadabra liegt auch ein Lorb. Passt. Es kommt leider jetzt schon Porygon 2. Das ist tatsächlich ein Problem. Weil wir kein Switch in das Ding haben. Okay, das heißt aber, es kommt Tri-Attack. Und wir wollen ihn für Signal Beam bringen. Ja. Jetzt sollte Signal Beam kommen und wir können in Primeape gehen. Ja. Keine Verwirrung ist auch gut. Jetzt müssen wir hitten. Wir hitten. Und es soll es gewesen sein mit dem. Nice. Sehr gut. So, und jetzt muss ich was gucken. Wir müssen jetzt nämlich das Kadabra irgendwie outsmarten. Der wird hier sowieso immer für Psybeam gehen oder Dazzling Gleam. Das ist absolut kein Stress. Metern kriegt von beidem nicht viel. Dann drückt der Grassknot. Und Grassknot ist gegen Raticate in Crit kein Kill. Das ist gut, weil das bedeutet, dass das eigentlich unsere safe Variante sein sollte, dass wir halt. Der ist aber laut Doc modest. Das heißt, dem vertraue ich eher und deswegen outspeeden wir ihn dann auch. Außer das Doc lügt, aber dem Doc vertraue ich mehr als dem Kalk. Dem Doc vertraue ich um einiges mehr als dem Kalk. Ja. Wobei wir zur Sicherheit auch Sucker punchen können, weil der niemals für. Was ist er da noch? Das ist Best Case. Was hat der noch? Recover, der wird niemals für Recover gehen, wenn er Full HP ist. Und da wir Sucker Punch haben, der den wahrscheinlich auch killt, oder? Der killt den auch. Also können wir einfach für Sucker Punch gehen und umgehen dann damit sogar das Problem, was nicht stimmen könnte. Ja. Ja, Crit, genau. Und wir Sucker Punchen hier. Bam, bam. Und das soll's gewesen sein. Gut, sehr nice. Die Prep hat sich gelohnt, weil nur deshalb ist der Fight jetzt so glimpflich gelaufen. Was nicht hier? Immer noch nicht. Crimson Ribbon, ja, genau das. Habe ich jetzt schon was mit für das Gabite? Ich würde halt was vorlegen, das schneller ist auf jeden Fall. Damit der uns nichts kann und dass wir fliehen können. Oder vielleicht erstmal einen Mon fangen, ne? MA Spore. Ja, komm, geh mal runter. Geodude haben wir schon. Brauchen wir nicht. Anderes bitte. Sandshrew. Ist okay. Wir bekommen leider kein Gible, so wie das letzte Mal. Aber Sandshrew, ich meine, das ist noch ein Ground-Type. Ground-Types nimmt man immer gern mit. Daher, warum nicht? Der entwickelt sich, glaube ich, auch schon jetzt in diesem Split. Was ganz cool ist. Das ist mir die. Yuri Cutter. Da wünsche ich ihm viel Spaß. Ich freue mich schon wieder richtig, für den Rivalen zu planen. Juhu! Ist eigentlich krass, wie nach dem zweiten Orden so mega viele Challenging Fights kommen. Also, zuerst der zweite Orden, dann kommt Jupiter direkt danach.
dann kommt Myra, dann kommt Dawn und dann kommt Aaron und dann Fantina. Also das ist schon ein harter Split eigentlich. Gut, schauen wir mal, ob das Doppelteam ist oder nicht. Die TM nehme ich mit. Gut, Loudred sollte kein Problem sein, wenn wir 4 Level drüber sind. Radicate können vielleicht ein bisschen stressiger werden. Ja, Hyperfang hätte uns mit Crit auch nicht gekillt, also es ist okay. Aber wenn er uns geflincht hätte, wäre blöd. Das heißt, wir wissen, der ist probably schneller als wir, also werden wir Mark punchen in Zukunft, weil es besser ist. So, dann noch du. Ja, die hat halt 3 ziemlich lame Mons. So, alles in allem. Es war nur Normal Type, ne? Kein Fairy. Nee. Okay. Miauf. Das dritte ist dann ein Evoli. Okay. Kommen wir genau Level 30. 33 ist ja Level Cap, also alles easy. Ja. Und. Ah, gibt's gar mehr IP als die anderen. Ah, jetzt bekommen wir Drain Punch. Das ist natürlich so gut. Das ist einfach so gut. Drain Punch ist so geil. Gut. Ist das Doppelteam oder Focus Band? Das ist Doppelteam, passt. Da ich nicht vorhabe, das Focus Band zu usen, weil es halt einfach viel zu random ist. Werde ich mich damit begnügen, weiß jetzt, dass da Doppelteam ist. Und ja, lass das mal so stehen. Ah, so war das. Dann zuerst mal Lauren. Ist der. Da reicht auch bestimmt ein Bullet Punch, weil das hält ja nichts aus. Ja. Ja, aufpassen mit den Leveln, oder? Wobei es vielleicht noch ein bisschen interessant werden könnte gegen Aaron. Wobei der einzige Fight, der wirklich noch kommt, ist der gegen Aaron und dann war es das irgendwie gefühlt eh schon wieder. Er ist einfach schneller. Wow. So viel Schaden. Okay, Level 30. Können einfach schon Kaskade benutzen. Oder zumindest auswählen. Waterfall sollte ja da wohl reichen, hoffentlich. Ja. Hat der nicht gute Füße? Kann es nicht sein, dass der das sogar lebt? Oder auch nicht. Ich glaube, ich hätte es sogar als Double Battle machen können und es wäre komplett egal gewesen. Außer Streak am Schluss, das wäre nervig geworden. Weil dann hätte ich tatsächlich wechseln müssen. Wir müssen doch einen Hiker besiegen. Okay. Was hat denn der? Probably das Graveler und das Sand Slash, ne? Ja. Okay, da hätte ich aber tatsächlich gern andere Mons mit. Ich weiß genau, dass ich in den noch reinrenne und ein Optional ist jetzt auch nicht so safe. Deswegen, ja. Lieber preppen drauf und einfach machen. Graveler und Sand Slash. To be honest, da ist der sogar ganz gut. Oder der. Geht eigentlich beides. Wirklich beides gut. Ja, lass mal den mal zu Hause. Ich glaube, das passt auf jeden Fall gut. Hier mussten wir ja, glaube ich, gegen gar keinen kämpfen, oder?
Ah, wenn man es hinbekommt, dann nicht nein. Das war jetzt auch ein spannender Lag. Metal Code nehmen wir aber natürlich sehr, sehr gerne mit, weil das ist richtig gut. Okay. Haben wir den gedodged? Die sollten wir auch hinbekommen zu dodgen. Ah, und dann kann man sogar den Safe skippen. Na gut, aber ich will jetzt nicht jedes Mal hier rumlatschen. Gab's hier nicht noch ein Item sogar? Ja, aber nicht wichtig. Nicht wichtig. Ja, der macht es. Kein Wanted, okay. Haben wir noch einen anderen Move? Ne, ich muss Aquatellen, okay. Aquatell ist halt immer so ein Ding mit seiner 90er Accuracy, ne? Ist halt schon ein bisschen trashig. Aber naja. Gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Dawn preppen. Letztes Mal haben wir leider dann. Letztes Mal war das unser erster Death in dem Fight. Und ich will nicht sagen, dass wir den jetzt Deathless schaffen, weil wir kein Shell Armor User haben. Was bedeutet, dass unsere Antworten gegen Low Punny leider sehr begrenzt sind. Sind alle 31, Metang ist der Lead, das Pillow Swine kann kein Ground Move, deswegen sollte das eigentlich passen. Laut Doc kann sie auch kein. Oder? Nein. Ich habe mich nicht verschaut. Diesmal weiß ich auch, dass das ein Sash hat. Und ja, der Rest wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, dass es was werden sollte. Zumindest hat es sich mal so angefühlt. But we will see. Und danach Aaron wird eh wieder spannend. Gut. Schauen wir mal. Metang für Pillow Swine. Garados dann für Low Bunny. Golbat und Metang für Pixie. Und Quack und Preloom für Printplup. Und falls bei Low Pony alles schief geht, können wir Donphan benutzen. Ja. Sollte eigentlich gehen. Oh man. Das wird so schlimm. Einfach nur nicht sterben. Das wäre super. Pass auf, jetzt kommt gleich der erste Schockmoment. Nämlich, Speed-Tie war es ja, genau. Ich glaube, wir können hier Bullet punchen, das sollte reichen. Jo, passt. Damit ist Pillow Swine tot. Weil er der Takedown gemisst, ne? Oh lol, es kommt Printplup, wieso das denn? Macht der mehr Schaden als Ding? Als Low Punny? Wie sieht's hier aus? Der will eigentlich immer, was will der drücken? Immer Bubble Beam, ne? Das heißt, wir bekommen den Free Switch auf Quaggy. Normal. Warte. Ich weiß wieso. Ja, safe. Okay, alles easy. Aber wir yawnen hier. Ja, macht nicht so viel. Jetzt können wir eigentlich einmal Aquatame, weil wir das abwarten müssen. Er hat Water Absorb sogar gedrückt. Nice. Also Bubble Beam. So, der pennt jetzt safe eine Runde. Deswegen können wir in den gehen. Und einfach Seedbomben. Und den killen. Damit ist Printplup tot. Das hat also auch funktioniert. Wird wahrscheinlich Pixie kommen jetzt, ne? Ja. Passt, der wird Moonblasten wollen. Das heißt, wir gehen in den hier. Bonkers. Ja, macht nicht so viel. Wir Poison fangen. Jo, T-Wave ist etwas, womit man rechnen muss. Das heißt, auf den Switch kommt jetzt aber keine neue.
Er moonblastet weiter. Wenn wir hitten, dann sollte er tot sein. Okay. Einmal können wir noch drin bleiben, weil danach wird es dann schwierig mit Crits und so. Glaube ich. Ja, jetzt. Ja, schade. Leider keine Poison. 42. Wollen wir den hier noch als Möglichkeit aufbewahren? Ich glaube schon, dass wir Jump Kicks abfangen können. Oh man. Dann ist es eh besser, dass ich nicht, dass ich rausgegangen bin. Ironhead. Der T-Wave schon wieder. Ich hasse dieses Viech. Aber ist der nicht tot? Fast. Probieren wir einfach den Bullet Punch. Oh man. Come on. Also wenn der mich jetzt weghext, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Komm bitte, hitte durch. Oh man. Ey, wir haben bald keine Ressourcen mehr. Oh man, was? Okay, wir haben niemanden mehr, der eine Moonblast tankt. Oh, wow. Es ist so unnötig, Mann. 4 Fullparas. Dieses verdreckte Scheißviech, Alter. Der ist doch never jolly. Mann, das ist so nervig, ne? Es ist so unnötig vor allem. Bei falschen Mann. Es bringt nichts, wir würden auch nicht killen. Das heißt, und Crit killt uns. Wir haben legit, glaube ich, nichts, was wir gegen den tun können. Quaggy stirbt. Straight up, der stirbt. Tank keine 2. Garados brauchen wir. Den können wir nicht einfach reinwerfen. Donphan ist mein Backup-Plan eigentlich für... Außerdem machen wir dem richtig wenig. Wir würden zwar 2 leben, wenn er nicht crittet, aber es ist trotzdem irgendwie... Wobei, der ist doch niemals jolly, Alter. Nee, das bringt nichts. Das Wesen stimmt 100 pro nicht. Beide Fairy Resists einfach weggeext. Was ist das? Ich glaube, wir müssen actually dafür gehen, dass wir Ironhead durchkommen. Weil, ich meine, was ich danach probieren kann, ist wenigstens mit Breloom noch zu spawnen. In ja, aber der killt uns einfach. Also das ist voll risky. Wir müssen versuchen, mit Ironhead jetzt durchzukommen. Es geht nicht anders. Ich schwöre, es geht nicht anders. Dieses verhurte Scheißviech, Mann. Was ist mit dem? 5 Fullparas übrigens. Du verdrecktes Fuckviech, Mann. Wie kann man nur so lucky sein? Der dürfte nicht mehr leben. Niemals dürfte der leben, Alter. Ja, ich glaube, ich muss einen sacken. Vielleicht lebt er 2 mit Orenberry, but not sure though. Ist mein Backup-Plan eigentlich für Lopunny, ne? Also wenn Lopunny jetzt eskaliert auf mir, dann ist es richtig RIP. Aber ich glaube, das ist meine einzige Chance. Wie viel lebst du?
Das ist jetzt scheiße, dass er genau die Low Roll getroffen hat, to be honest. Wir müssen bulldozen. Wehe, er bekommt jetzt die High Roll. Okay. Es hat so ausgesehen, als würde es killen. Ist er jetzt langsamer als ich? Ja. Vor allem, wenn ich 31 bin. Wieso habe ich dem Donphan eigentlich kein gescheites Item gegeben? Ich hätte mir einfach Soft Sand oder so geben sollen. Chill, Bro. Wie sieht's aus mit Bulldoze? Wie viel machst du? Der war auf ein bisschen über 50. Also wir sollten immer killen. Ich glaube, auf 60% war der noch nicht. Klar kann man sagen, mit Lefties und so. Aber ich glaube, nur einmal Lefties macht es. Ich muss dafür gehen. Ich werde sonst sowieso einsacken. Es killt. Gott im Himmel, Alter. Was für ein Rotz. Dieses dreckige Pixie. So, und jetzt ist meine Backup-Antwort für Low Panic komplett abgeschwächt. Und ich muss hoffen, dass der jetzt nicht auf mir eskaliert, wie gesagt. Er geht halt leider für den guten... Und der krittet mich! Ich hab gesagt, er darf nicht eskalieren auf mir und er eskaliert auf mir. Ich kann straight up, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Außer er krittet jetzt nicht. Gibt's da eine Möglichkeit, das zu leben? Was für Modest, Alter. Der Kalk hat so direkt Rotzwesen drin. Puh. Das ist so unlucky gerade. Also, Crit hat wie viel gemacht? 75. Das ist interessant, dann ist er doch nicht Adamant oder was, weil sonst würde er, weniger machen. Oder mehr machen. Ja, muss eigentlich ein neutrales Wesen sein. Alles andere macht keinen Sinn. Das heißt, es gibt eine Roll, die mich killt, leider. Ich muss es eigentlich so probieren, dass ich in Quaggy gehe vielleicht. Er ist minus 1, das darf man nicht vergessen. Er wird jetzt halt never für Jump Kick gehen, sondern immer für Dizzy Punch. Das macht Max 30. Dann habe ich noch 56 übrig. Dann ist die Frage, wie viel macht Jump Kick? Okay, wenn er jetzt zweimal nicht crittet, dann bekommen wir einen Yawn raus, was ganz gut ist natürlich. Dafür müssen wir natürlich auch gehen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, dass wir einen Yawn rausbekommen. Es gibt halt jetzt eine Roll, die mich killt. Er crittet mich schon wieder. Oh man. Yeah, there is one because my Pokemon are called after countries, named by countries. Hi, by the way. Just a little bit focused. Yeah, Belgium is also there. Are you from Belgium? Or why are you hyped? Ah, very nice, cool. Wait, now that I'm thinking about it,
I think I have two Pokémon that I call Belgium. I know. I knew I would call two Pokémon the same. Okay, now I have to think about it, what I can do. Dude, what is this music? I guess we have to sack one. I didn't know it either. But I guess I will change one name at least. Because I want to have only different names. If I go to Gera and put it to -2, I guess I have to sack one. I guess there's no chance. We have Drain Punch. Drain Punch into Mach Punch kills. But I can't. Yeah, I just can't. I can't switch it in. That's too risky. And if Bloom dies, the whole run is dead. Because this thing is going crazy on me. So the question is, what do I sack? What am I going to sacrifice? Gyarados is way too good. Crobat will be way too good. Metang is way too good. Donphan is also too good. Bloom is too good. I think it's Quagsire. Yeah, it's a Nuzlocke. Do you know the principle of a Nuzlocke? Or not? I guess Quagsire... okay. Then have fun. But Water Absorb is also pretty good. Quagsire could be very good at the Water Gym. Why not? You can have fun on the toilet. I guess I just have to sack Quaggy. Imagine if Donphan was full life. That would be pretty good. Yeah, I guess I said Quagsire. Sorry, Quaggy. You got diced. It's still not over then. Okay, bye. Then we have to go to Bloom. And we have to Drain Punch. Okay, no crit, so that should be it. It was really good. Wait, that kills? Why? But okay, we had to sack one. Guess there are things that are worse. Oh, we are level 31. Okay, then. Then I could have risked it, I guess. And save Quaggy, but I don't know. Dizzy Punch could have confused me and that would be horrible. Okay. I hate this fight so much. I guess next time I will just pick the female character to get the male rival. Okay, Quagsire is dead.